Beweglichkeit. Okay, meinetwegen. Und der nächste wir sind ganz schön dumm, oder? Intelligenz 9. Ja. Alter, wir heißen Sir Moscher. Naja, er hat andere Qualitäten. So, schön. Gut, dann ist hier im Flur halt wieder ein Ritter. Und hier nebenan ist auch, glaube ich, noch einer. Und den lassen wir in Ruhe. Wo ist denn der? Der steht hier hinter der Treppe, glaube ich. Das. Den hättest du nicht mal töten müssen. Vorsichtshalber, nachher rennt er uns nach und wir merken es gar nicht. Aber was war das denn eben? Die sind schwerer zu backstammen, oder? Also selbst nee, das war einfach nur dämlich gerade von mir. Ach so, na dann war es deine Schuld. Es sah so aus, als ob du da nicht wirklich treffen konntest. Nee, ich habe halt diesen komischen Move gemacht, hast du gesehen. Ja. Das heißt, den habe ich sogar irgendwie mit Absicht gemacht und gleichzeitig aus Versehen. Hm. Aber die sind gar nicht so schwer zu backstammen. Beweisstück A. So. Wieder hoch. Tja, dann wird kostbares Wasser aus den Rittern, ja. Wie sollte es anders sein? Sie schmilzen einfach. So, hier oben war ja nicht so viel, ne? Trophäenraum und die Tür, die aufgeht. Hallo! Hey! Beim Umziehen auch noch gestört. Das geht ja gar nicht. Na, Süßer! Was machst du hier so? Ich finde da ganz lustig, dass man selbst auf engstem Raum die Typen vernünftig umkreisen kann. Na komm, wir gehen mal auf den Flur, komm mal mit. Alles komm. Na hier, ich will hier kämpfen. Oh mein Gott. Das war gut von ihm. Aber nicht gut genug. Die zerfallen halt in Seelen, die Typen, ne? Sah so aus, ja. Es scheinen also keine Menschen zu sein, habe ich auch das Gefühl. Gibt es hier überhaupt noch Menschen? Also... Normale sollten Menschen, ja nicht klar. Viele sein. Also jeder Untote war mal ein Mensch, also. Ja, aber normale Menschen, so wie der Ritter da eben, der wahrscheinlich auch nur untot ist, oder? Ich glaube nicht mal, dass es ein Untoter war. Das war eher so eine Seelengestalt. Der zerfällt halt in Seelen, was soll ich großartig sagen? Da hinten ist was. Das ist hier unten. Das sieht auch nochmal aus wie ein großer Raum. Mhm. Da unten. Oh. Hoho, hi, mein großer. Ich hasse die Viecher. Dass man den hier überhaupt parken kann. Oh, die Seele eines Helden. 10.000 Seelen oder so. Oder 25.000. Eins von beiden. Nicht schlecht. Es ist ein Levelaufstieg für uns im Prinzip. Vielleicht sogar zwei. Ja. Mit dem Rest, den wir haben. Das ist eine richtig komische Treppe. Das ist irgendwie wieder eine Etage nach unten. Genau. Okay. Guck dir die Treppe an, ne? Interessanter Aufbau. Ja. Man muss jetzt also irgendwie ganz runter und dann da hochzukommen. Aber da finden wir bestimmt schon auf dem Weg. Hier ging es, glaube ich, nie mal weiter. Genau. Wir müssen runter. Warte ganz kurz, ich gucke gerade noch. Hier hinten waren wir wieder nicht. Oh, na dann. Gucke, da vorne ist auch gleich ein Typ. Und wir den zuerst Zimmer. Noch? Wir könnten auch erst in die Zimmer gucken. Ich habe aber Lust, ihn zuerst wie zu du willst. Ist das Stimme oder Ritter? Ja, ich glaube, das ist dasselbe wie eben. Das sieht aus, dass er seine Waffen noch nicht gezogen hat. Ja, den Schild hat er zwar schon, aber ist halt ein normaler Ritter. Ach doch, hat er schon gezogen, ja. Ach, ist ein Bogenschütze. Ich meine, ein Harpunenschütze. Da muss ich halt so. Du bist elegant ins Feuer gesprungen. Wie Damage die auch machen. Ist einfach nur dahinter und dann schnell. Alter, das war ziemlich fies. Bug-Using. Auf höchstem Niveau. Das war echt gemein. Das war echt gemein. Das fand ich auch nicht okay von dem, also muss ich ganz ehrlich sagen. Ganz schön assi. Aber damit hätte man rechnen müssen, dass die durch die Wand schlagen. Eigentlich schon, ja. Ja, gewöhne ich mal wieder an die Steuerung. Wie ging das nochmal? Wie steuert man nochmal? Was ist ein Dark Souls? Ach ja. Fiste ihn, na los, fiste ihn! Das ist gar nicht so einfach. Er ist stabil. Ja. Wieso ist denn der auf. Wäre die auf einmal so hektisch? Ich weiß es nicht. Der Junge. Ich will ja eigentlich bloß rumlaufen. Ja. Gucke, die verlieren halt so eine Seelengeschichte. Hm. Du musst jetzt zwar dreamen. Ich sehe da bloß Wasser. Das ist kein Wasser, Junge. Das sind Tränen oder was? Lecker. Tränen, salzig und schön. Tränen. Wie eine Träne im Regen.
Das ist halt eine richtig komische Treppe, ne? Hm. So, sehen wo war da war einer? Ich umgehe mal. Was kannst du machen? Und da gibt's ja noch den da hinten, ne? Da macht's vielleicht Sinn, einfach hinzulaufen, statt zu schießen. Ja. Kannst du gleich das Zeug aufnehmen? Oder du zählst ihn erst? Das geht auch. Oder du machst die Mischung aus beiden, auch sehr gut. Ah ja, bloß noch rechtzeitig. Moment. Da stehst du nicht still. Ich weiß nicht, ob wenn du zu nah auf. Ah, schön, dass er den Schild HI machen wollte. Du kannst ihn leichter umrunden, wenn du kein Schild anhast. Okay. Aber dann bin ich meistens zu langsam im Schild ziehen, wenn ich dann doch mal angegriffen werde. Das war der blöde Schildschlag. Hm. Oder du versuchst sie zu reposten. Ja, weil das ja so einfach ist. Genau, deswegen. Du hast es erfasst. Da war ich nicht so mal. Nee, das ist schon ganz gut mit dem Umrunden, finde ich. Ja klar, das Umrunden, Backstep ist halt so überhaupt das Beste, was man machen kann. Aber es geht halt schneller, wenn du den Schild nicht draußen hast. Ja, aber es ist schwer, dann den Schild wieder zu ziehen rechtzeitig. Hm, finde ich nicht. Es ist halt ein Tastendruck. Ja, aber irgendwie klappt es nicht so richtig. Na gut, vielleicht musst du dich erstmal wieder... Letztes Mal hast du es auch gut hingekriegt, finde ich. Hm. Eine Weile dauern. Ja, also. Hauptsache du tötest ihn und er tötet dich nicht. Hm. Ich glaube, beides ist möglich. Durchaus. Ich weiß jetzt, was du meinst mit Seelen verlieren. Wenn man schlägt, ja. Ja. Hm. Das sind diese riesigen Pfeile übrigens. Ah. Kannst aber, glaube ich, nur mit schweren Bögen abschießen. Na gut, gucken wir erstmal hier in die Türchen. Genau, erstmal in die Räume reingucken. Hier könnte übrigens der riesige... Nee, gut. Wir sind doch auch immer noch, Stimmt, wir sind in derselben Etage, wir müssten unten sein irgendwo. Stimmt. Jetzt Feueratem und dann... Da muss doch noch mehr sein, außer... Was ist denn das für ein kleines Bett? Für einen kleinen Menschen? Fällt man ja runter. Stimmt. Das sieht aus wie ein Himmelbett, das scheint also auch einer Prinzessin zu gehören. Hm. Der gegen den Schrank sprang. Ja, sie könnte das gewesen sein. Nee, die kann es nicht gewesen sein. Die ist ziemlich groß. Weil das Bild so groß ist, oder nein, was? Nein, die ist wirklich groß. Ach so, das ist irgendeine Person, die du wohl kennst, oder? Richtig, das ist eine der Töchter von Grün. So, warum sind die so groß? Hat er Riesentöchter, oder was? Ja, also, die ist riesig. Die ist wirklich riesig. Okay. Wirst du dann sehen, wenn wir sie... Das Bild hängt schief. Das fällt ihm natürlich sofort auf. Ja, willst du durch die Tür gucken oder willst du erstmal durch. Ja, schon durch die Tür gucken, oder? War ja nur eine Frage. Hm. Hey! Hi! Ich könnte nur einmal treffen. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Ah, ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Oh, ich glaube, ich weiß auch, wo wir sind. Ich glaube, wenn du da die Treppe runter gehst, kommst du zum Schmied. Oh, glaube ich auch, ja. Ernsthaft? Vielleicht. Tja. Dann willst du erstmal zurückgehen und die andere Tür abchecken, oder? Ja. Aber auf dem Weg dahin möchte ich nochmal hier durchrollen. Ist okay. Den habe ich vergessen. Moment, die Bilder, sie sind ja teilweise... Guck dir mal das an. Das ist ja... Hier war eindeutig jemand Böses am Werk. Warum? Weil sie schief hängen? Weil sie schief hängen, ja. Okay, gut, dann hat sich das ja geklärt. Wollen wir da mal runter gucken? Ja, klar, bei dem Typen nochmal gucken, was da abging. Eigentlich eine gar nicht mal so doofe Idee. Schön hier. Schön haben sie es hier. Heute hat er echt bloß gestanden, ich bin... Oh, Siegmeier. Hallo, kannst du mich hören? Er steht halt in dieser Räume. Hat er eine Tasse in der Hand oder was? Ich sehe es nicht so recht, das ist einfach nur seine Rüstung. Ja. Wo sind seine Arme? Verschränkt davor seinem Körper wahrscheinlich. Er steht mit dem Rücken. Das ist der Rücken, ja. Sieht einfach nur aus wie eine riesige Knolle oder so. Ja, die Zwiebelrüstung der Katharina-Kämpfer. Hm. Siegmeier.
Da kommen wir nicht rein oder hin, weil da die zugeschlossen ist. Ne? Ja. Naja, lass uns mal ein bisschen schmieden gehen. Hoffen wir mal, dass der Schmied echt da unten ist. Also, laut meiner Information müsste der, wenn du da runter gehst, gut, man kann nicht runter, also ist er da nicht. Aber es gab auch so eine Rennstrecke. Das ist ein kleiner Schmied, oder? Nee. Dass der da unter der Treppe ist. Das war ein ziemlich großer Boy. Das sieht richtig arschig aus. Da steht noch einer. Ich erinnere mich gerade. Du hast hier schon mal. Die Frage ist, werden sie nicht anfangen, dich zu beschießen? Die haben beide Bögen. Du musst gegen einen von beiden zuerst kämpfen. Dann renne ich doch da hinten rein und kämpfe in dem Ding gegen ihn. Dann hoffen wir, dass der nicht angerannt kommt. Also ja, versuch's. Beziehungsweise, dass er nicht anfängt zu schießen. Aber wenn du da drinnen gegen ihn kämpfst, ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass er dich trifft. Weil das ist ja nur Nahkämpfer. Ich könnte theoretisch auch erstmal da hinten rennen und nur dem Fernkämpfer angreifen. Was ist, wenn der Nahkämpfer dich sofort angreift? Der Fernkämpfer wird definitiv auch Nahkampf wechseln, wenn du in der Nähe bist von ihm. Das weißt du doch. Ja, ja. Kämpfst du erst gegen den da? Also, das würde ich machen. Hm. Ich würde da jetzt hinrennen und den versuchen zu hauen. Tja. Der wird wahrscheinlich irgendwann gepult, der da hinten. Du wirst doch wohl jetzt nicht ausprobieren wollen, wann der gepult wird, oder? Nein. Ich gehe da bloß hin. Gucke. Ich überlege ja noch. Hey, da hinten sind wieder so eine Teile. Zum Hoch- und Runterrennen, ne? Ja. Hm. Schön hier. Schön haben sie es hier. Bitte tu mir einen Gefallen und entscheide dich jetzt. Weil ich krieg gerade ein bisschen kalte Füße. Okay. Ich weiß nicht. Das ist schon ein ganz schöner Abstand. Und der guckt ja auch in die andere Richtung. Der sieht das ja gar nicht, wenn ich den da hinten angreife. Der guckt dich an, Junge. Ich gehe aufs Ganze. Oh. Ja, ich war ein bisschen da. Ist egal. Das sieht eigentlich lustig aus, oder? Ja, er tanzt ein bisschen. Das finde ich ganz süß. Ja, es ist ein eintöniger Kampf. Ist ja egal. Aber. Es ist zwar eintönig, aber damit muss ich leider leben. Ach, verdammt. Dann ist man mal schneller, aber er schafft es halt trotzdem noch, einen zu verwunden. Bist du da hinweg? Wie bitte? Der ist nur hinter der Mauer, keine Sorge. Sicher? Ja, sehr sicher. Drachentöterfall. Ich werde mich nun gekonnt anschleichen. Haust du durch die Wand jetzt, oder was? Kann ich mal versuchen. Oh, du hast recht, der steht da. Was war das nur? Klopf, klopf. Wer ist da? Hallo. Ah, das ja, und ich stehe auch noch scheiße und kann ihn nicht anvisieren. Das ist doch ein doofes System. Wer baut denn sowas? Die Japaner. Von wem war das Spiel nochmal? Von From Software. Von wem? Ich werde dich jetzt nicht ablenken. Ich kann es nicht so genau einordnen. Von From Software, ja. Okay. Von wem ist die Software? From. Ach so, von. Aber von wem? From Software. Also die müssen Gespräche, die es gibt. Aber da haben wir noch ein paar, so, die so loopig sind, oder? Hat man nicht mehrere? Ach, das ist doch doof, wenn der dann immer noch so einen Schlag landet. Ja, kann. Muss man halt gucken. Ist echt ein bisschen bescheuert. Das ist halt echt gut. Gut, man muss sich halt die Bewegungsmuster einfach merken. Im Wesentlichen einen besseren Mentor als ich. Er hat einen besseren Mentor als ich. Wer er? Ja, hier, der Ritter. Sein Mentor war Grin, Junge. Ja. Du bist mein Mentor, na super. Ich will Grin haben. Grin ist böse? Vielleicht? Na und? Die Bösen haben immer die besten Techniken. Oh. Verdammt. Das ist ja, ich kann doch jetzt nicht hier an dem. Ah, ich sehe es schon kommen. Es ist so schlecht. Ich hätte nicht fragen sollen, von wem das Spiel ist. Das Spiel bestraft dich gerade, meinst du? Ja. Da dreht er sich natürlich. Ja, das ist so schlecht. Wie eine Ballerina. Eine besonders hübsche Ballerina. Ist er denn ein schönes Mädchen? Mit Hörner. Sehr schön. Oh. Das machst du, Robert. Das tut gut. Jo, sehr schön. Schlecht.